Lieben, hier sind Renate und Kater Sammy. Also wir haben vor ein paar Tagen diese Brand News Box gefilmt, das ist die Geburtstagsbox. Und seitdem ist das Kater Sammys Lieblingsplatz. Und jetzt wollen wir aber eigentlich auspacken die doppelte My Little Box. Juli und August in einem haben die, hatten die vorher schon angekündigt per Mail, das haben sie im letzten Jahr auch gemacht. Doppelte Box. Dann schauen wir mal, was steht da hier drin im Karton steht. Make Waves, mach Wellen. Ja, und dann steht hier, Dear Summer, stop showing off. We get it, you're hot. Lieber Sommer, du brauchst dich nicht zu zeigen. Wir wissen es, du wirst heiß. Du bist heiß. Nein, zum Glück nicht bisher. Jedenfalls hier nicht. Wir sind ja froh, wenn es nicht wieder Hochwasser gibt. Ne? So, dann sind hier zwei. Lass mal runter. Zwei aneinander gekettete Täschchen drin. Wie niedlich. Da kann man mit der besten Freundin verreisen. Ja, süß. Passt auch zusammen. Ja, oder man nimmt selber viel mit, wenn man verreist. Ich verreise nicht, aber trotzdem niedlich. Okay, ich mache mal einfach beide auf und schau mal. Beide gut gefüllt. Hm, Sammy, willst du gucken? Da, ja. Du bist ein Clown, Sammy. Du bist wirklich ein Clown. Lässt du mich dann wieder weitermachen? Nimm mal das Pfötchen weg. Ay, du Böse. Ich sage ja, die Brandless Box bringt immer das Teuflische in Kater Sammy hervor. Naja, ihr seht schon was von My Little Beauty, das ist die Eigenmarke der My Little Box. Mist Lover Lover, eigentlich heißt er aber Mr. Lover Lover. Aber das ist der Lover Lover Sprühnebel wohl. Milchiges After Sun Spray. Das ist ja niedlich. Ein After Sun Spray, ja. Also weder haben wir Sonne, noch würde ich in die Sonne reingehen, aber es ist sehr niedlich und sicherlich auch sehr wertvoll im Sommer. Dann haben wir Walking in the Sun, Walking on the Sun, mit My Little Box und Albertine. Nun kenne ich Albertine nicht, aber es hört sich nach Schmuck an. Mal gucken, ob wir das aufkriegen. Das ist so niedlich verpackt, aber es ist ein Klebi drüber, dann müssen wir den Klebi wohl abmachen. Herr Sammy, beherrsch dich. Sehr niedlich verpackt. Die Bastlerin in mir bewundert diese Falttechnik. So, wie kriegen wir das auf? Das ist wieder ein Brillenhalter-Dings da. War doch neulich in der Barbara-Box auch einer, ne? So ein Brillenkettchen. Da, Brillenkettchen. Ja, meine Brille muss immer auf meinen Augen sein. Sonst bin ich blind wie die Nacht. Ich könnte mir natürlich meine Sonnenbrille dann umhängen und dann tauschen. Aber die ist echt süß hier mit dem kleinen Schlagmetallanhänger. Ja, wirklich sehr niedlich. Kann man auch als Kettchen tragen, ne? Die beiden, das sind zwei Karabinerverschlüsse. Kann man verbinden. Ja. Wird ein Kettchen. Und dann, nee, die beiden Karabiner kann man ja zusammenknüpfen. Oder ich mache so ein Magnet. Ich habe immer solche Magneten da für Ketten. Sehr niedlich. Jetzt habe ich sie wieder verpackt. Aber wir wollen es doch nachher auch noch knipsen. Knipsen wir hier hin. Und der Sammy lässt das auch schön liegen. Ne? Und da kommt Freund Snuggy auch von der Seite, Sammy. Okay, weiter geht es mit... von Uriage, also Thermalwasser, Wassercreme, Watercreme, Feuchtigkeit aus der Schätzchen. Möchtest du diese Karte haben? Ja, ja, jetzt hast du es runtergeschmissen, jetzt ist die Karte weg, hast du Pech. Aus den französischen Alpen, Thermalwasser, okay. Creme mit Thermalwasser aus den französischen Alpen. Was ist das denn hübsches? Ein Pareo. Ein Pareo kann man sich einwickeln. Ne? Also ein großes Tuch, was man daran fusselt. Was man. Nein. Was man dann. Auch von Albertine.
um sich wirbeln kann, so über den Badeanzug. Ne? Sehr hübsches Tuch, ne? Hast du gesehen? Mhm. Schöne Farben. Sehr schön, ein großes Tuch. Kannst du auch als Halstuch nehmen. Ja, kannst du auch als Stola nehmen, klar. Das passt jetzt, wehe dir, Kater. Passt jetzt hier gerade nicht drauf, aber an sich sehr schöne Farben. Ganz leichtes, weiches Tuch. Legen wir mal dahin. Ja, von Albertine. Ein Pareo für alle Fälle. Oder ein Tuch. Passt aber auch alles farblich wieder sehr schön zusammen. Ne? Ist noch nicht alles. Entschuldigung. Dr. Susanne von Schmiedeberg. Ein Päckchen mit Hyaluron Gel Augenpads. Ich liebe Gel Augenpads. Ne? Und Gel Mundmasken und Gesichtsmasken und überhaupt all sowas liebe ich. Das tut einfach gut. Ja, wie immer. Dr. Susanne von Schmiedeberg, war da nicht Werbung im Fernsehen dieser Tage? Ich weiß auch nicht mehr, aber ich meine, ich habe den Namen da irgendwie gehört. Ah, und das habe ich schon zweimal gehabt. Bubble Body Wash Pad von Tucker Bath. Also, das ist wirklich was ganz Tolles, auch was Teures. Aber ehrlich gesagt, es ist ein Waschlappen, so wie wir das früher auch hatten. Nein, ich habe auch neue Tische, die kann man dann immer noch kaufen. Also, was man mit unter die Dusche nimmt und dann Seife, ein Seifenstück reinsteckt zum Beispiel, oder das Ding so einschaltet und sich dann damit abrubbelt. Das hier hat zwei Seiten, eine rauere Seite und eine feinere Seite, also erst einschrubben und einmassieren. Und es ist wirklich klasse, aber wie gesagt, das ist das Gleiche, ganz ehrlich, wie so ein Waschlappen. Nur eben schon mit Seife. Ich würde es mir nicht kaufen, aber ich genieße es, das zu benutzen, ganz bestimmt. Ja, was haben wir hier noch? Zwei Kärtchen. Kleiner Spoiler für den September, klar. Drehe diese Karte um. Im September kommt also My Little Box mit Estee Lauder. Auch gut, ne? Was steht denn da? Die Arbeit hat wieder begonnen, also im September natürlich. Die Ferien sind schon in weite Ferne gerückt. Um die letzten Strahlen des Sommers einzufangen, lümmeln wir auf Dachterrassen herum und genießen spätsommerlichen Sundowner. Freu dich auf ein ultrasoftes Trend-Accessoire, das mit dir die Süße des Lebens einfängt und neidische Blicke auf sich ziehen wird. Sehen wir uns nächsten Monat? Ja, sicher. Aber ich weiß nicht, was das jetzt sein soll. Und hier steht Plage d'été, My Little Box und Albertine. Ja, eine Kombination, Bademoden und Dessous-Marke Albertine und die My Little Box. Ich lese das jetzt nicht alles vor. Da, seht ihr, das ist wirklich eine Brillenkette. Für mich wird das eine normale Kette sein. Und Sammy, die müssen wir bitte nicht zerreißen. Sammy ist beeindruckt von meiner Rede, merkt man, ne? So, nächstes Tütchen. Wir haben ja noch eine Tasche. Was ist das? Coquillage et Crustacé. Was mag es sein? Kokosnuss, Crop Top. Ja, jetzt weiß ich immer noch nicht, was es ist. Es ist ein niedliches Schächtelchen, was ich nicht aufkriege. Vielleicht muss man schieben, ziehen. Herr des Hauses, sag mal was. Ich möchte es nicht zerreißen. Ich weiß nicht, wie das aufgeht. Soll ich es dir mal zuwerfen? Bist du noch da? Mhm. Ach, Moment. Idee. Hier rausziehen. Hochheben. Ich habe es. Ach, das ist so ein Schrubbschwamm. So ein Peeling-Schwamm. Peeling-Schwamm. Ein Cognac-Schwamm. Sponge. Ein Cognac-Schwamm. Steht doch oben drüber. Cool, ne? Steht ja auf Französisch. Ja, sehr cool. Cognac-Schwamm. Schwamm. So, wieder rein. Ach, ihr denkt vielleicht,
Was ist sie so geistesabwesend? Ich habe gestern erfahren, dass meine älteste Freundin einfach so gestorben ist. Wir hatten noch vor ein paar Tagen gesprochen und jetzt ist sie einfach gestorben. Also 15 Tage jünger als ich. Nicht zu fassen. Also, dann haben wir hier Echo Therapy Revive. Belebendes Shampoo mit Zellen-Detox-Shampoo. Ah, das interessiert mich sehr. Da freue ich mich drüber. Muss man aufdrehen, ne? Tja, riecht frisch. Riecht irgendwie grün. Es ist auf jeden Fall vegan, steht hier. Ja, organisch. Und aus Ozeanabfallplastik gemacht. Das ist sehr schön. Kein Silikon, kein Sulfate. Ja, super. Ich teste immer sehr gerne Shampoos aus. Meine Haare lieben manche Shampoos und manche gar nicht. Ne? So, dann haben wir noch ein Schächtelchen. De La C. Losgelöst. Feiner Sand, weiches Haar. Er wird deine... Aha, ich glaube, das ist ein Kamm oder sowas. Denn er wird deine salzigen Strähnen zärtlich entwirren. Gut. Ich hoffe, meine Haare werden hier nicht salzig, aber wow, da ist aber echt schick. Ein Holzkamm. Ein Kamm wirklich aus Holz. Habe ich noch nie einen gehabt. Du? Nee. Wolltest du auch nicht, ne? Nee. Ja, hübsch. Fühlt sich sehr schön an. Ja, dann kannst du den neben deiner Holzzahnbürste legen. Aber meine Holzzahnbürste steht doch in dem Becher. Zum Entwirren. Aber zum Entwirren kann ich immer brauchen. Meine Haare sind ja ziemlich lang. Und nach dem Waschen... Also ich habe mir jetzt angewöhnt, ich lasse die erst trocknen und dann fange ich an zu entwirren. Und ich glaube, das ist schonender für die Haare. Man kriegt immer einen Schreck, wenn man lange Haare hat und kämpft durch und dann so ein Berg Haare. Aber so viel ist es eigentlich gar nicht. Es sind eben lange Haare. So, eine sehr schöne Kamm. Ich weiß nicht, ob die Preise da stehen bei der Melody Box. Weiß nicht, ich guck mal. Wenn ja, wenn nein, muss ich sie raussuchen und wenn ja... Schreibe ich sie hin. So, was haben wir hier? Ein exklusives Extra. Schritt 2, Feuchtigkeit für den Body. Schritt 1, Avantgarde Cleansing. Ah, Cleansing ist immer gut, ne? Dein exklusives Extra. Also ab einem Einkaufswert von 30 Euro bei Fresh auf Sephora.de kannst du mit dem Code Fresh 2 Fresh Deluxe Produkte im Wert von 20 Euro on top ergattern. Sichere dir ab sofort die Rose Face Mask und Lotus Face Cream in einer limitierten Pouch on top. Nur solange der Vorrat reicht und gültig bis 31.08. Jetzt wisst ihr den Code. Was ist hier? Was steht hier? Wie benutze ich es? Körperspray. Das war doch das hier, ne? Warum haben die die Karte in einem anderen Ding? Egal. Direkt auf den Körper sprühen und zart einmassieren. Es hinterlässt einen köstlich sommerlichen Duft auf deiner Haut. Das mag ich auch wenn ich nicht in der Sonne war. Die Verpackung besteht aus recyceltem Kunststoff, ja. Ich denke, das ist das da. So viele Kärtchen und Zettelchen. Dann haben wir noch was. Super Soft Peeling After Work. 2-in-1 Reinigung und Maske. Für normale und trockene Haut. Da, von wem ist denn das? Wahrscheinlich heißt die Firma After Work. Ne, I&M Naturkosmetik Berlin. Ja. Und noch zwei Produkte. Das ist erstmal Revive Conditioner. Das ist sehr schön. Ich mag gerne, wenn beide aus einer Hand sind. Shampoo und Conditioner. Sehr schön. Na, Sammy, was sagst du? Er sagte, geht jetzt mal. Mäuschen. Ja, da ist ein neues Tuch. Okay, und das letzte Produkt hier ist Fresh. Kombucha Cleansing Treatment.
So. Ein ganz kleines Glänzchen. Jetzt liegt er wieder. Ja, er liebt diese Kiste. Da ist noch das Stroh drin. Und dafür haben wir so einen großen Kratzbaum und diverse Körbchen überall. Und das macht er, liegt in der Kiste, ne, Sammy? Hm? Ein kleiner, ja, mein kleiner Schatz, ne? Ja. Hm? Feiner Junge. Ja, das ist der Cleanser. Ich rieche wenigstens mal dran. Riech noch nichts. Gut, werden wir testen alles, ne? Auf jeden Fall ist das sehr klein. Da können wir nicht viel mit reinigen. Mit präbiotischem Inulin. Präbiotischem Inulin. Ja, das war es aber jetzt wirklich. Beide Täschchen, also jetzt innen sind noch so zwei niedliche Innentäschchen. Hier nicht. Also wenn man die beide mitnimmt, dann macht man in das eine die kleinen Teile zum Schminken und in das andere vielleicht dann eben Duschzeugs und sowas alles. Ja, sehr hübsch. Sehr hübsch. Ich verreise nicht. Früher, ne? Früher bin ich verreist, jetzt nicht mehr. Jetzt haben wir drei Katzen und einen Hund. Jetzt wird nicht mehr verreist, ne? Genau. Genau. Ja, Hund schläft da hinten. Snagi wieder weg. Es ist ruhig hier. Ihr Lieben, macht's gut, passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.